Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Torino 2006 für den PC oder 2006 oder wie auch immer. Ah, ja, ein schön nostalgisches Spiel, ein schön nostalgisches altes PC-Spiel. Und da offenbart sich auch schon wieder das Problem. Aufnahme, ey. Es ist echt schwierig. Moment. So, jetzt funktioniert zum Beispiel. Ich muss irgendwie immer ein paar Mal hier links auf den Bildschirm klicken. Weil, nö, das klappt offenbar doch nicht immer. Das Problem ist nämlich, dass meine Maus einfach mal auf den Second Screen wandert, wo sie nicht hin soll. Klicke ich dann nämlich, geht das Spiel zu, jetzt geht's gerade. Das wird lustig. Also allein diese Aufnahme, und ich kann das jetzt auch nicht mit OBS aufnehmen, weil das ist überhaupt nicht sieht, das Signal. Ich nehme das jetzt mit diesem GeForce Experience Aufnahmezeugs auf. Und meine Stimme normal mit Outer City. Also ich hoffe mal, dass das alles irgendwie funktioniert, dass die Qualität in Ordnung ist. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es einfach mal. Rocket League habe ich früher auch mal so aufgenommen. Das war einigermaßen in Ordnung. Aber das Spiel ist jetzt auch absolut, das braucht ja jetzt eigentlich nicht viel, ne? Ja, gut. Was ist das hier überhaupt? Das ist eine Winterolympiade. Und das steuert man, soweit ich weiß, mit Maus und Tastatur. Und, boah, ja, hier gibt es so viele Sachen, die man machen kann. Ich habe keine Ahnung, ey. Wo fängt man überhaupt an? Wettkampf 15 Disziplinen oder erstmal Einzeldisziplin? Was passiert überhaupt? Ein Spieler, da kann man sich jetzt was aussuchen. Ich glaube, wir machen erstmal so Einzeldisziplinen. Okay, Rechtsklick war ein Fehler. Ich weiß noch nicht, was ihr dann seht. Seht ihr meinen Desktop oder seht ihr einfach nur ein Standbild, wenn ich das mache? Oder ist die Aufnahme dann komplett im Arsch? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne zurück. Escape? Escape, okay. Ja, jetzt sehe ich wieder meine Maus auf dem Desktop. Super. Komme ich da jetzt? Ja, okay, gut. Einzelne. Wobei, ich kann auch nur mit den Pfeiltasten hier steuern. Ja, gut. Ich weiß wirklich noch nicht, wie wir das machen. Was ich auf jeden Fall noch weiß, ist bei Optionen, sehen wir hier bei Aufgaben, dass wir verschiedene Achievements quasi haben. Ich habe niemals alle gekriegt, aber es wäre schon so ein bisschen mein Ziel in diesem Let's Play, so viele wie möglich davon zu schaffen. Da sind hier so Sachen, Sieger, ja, wer der Erste in jedem Event, wer der Erste in allen Highscore-Listen, sowas, das ist vielleicht durchaus möglich, aber hier sowas, Präzision, alle 10 Ziele beim Biathlon, hier, jeder Schritt muss super oder perfekt sein, das ist auch richtig krank, also da alles zu kriegen, wird ziemlich schwierig, deswegen strebe ich das nicht an. Ich will euch aber auf jeden Fall alles zeigen, jede Disziplin mal, es gibt hier offenbar diese 8, wir fangen einfach mal an, Ski-Alpin. Da haben wir jetzt Abfahrt, Super G, Riesenslalom oder Slalom, dann nehmen wir einfach mal nur Abfahrt. So. Ja, wir könnten jetzt hier alle Länder mal durchnehmen. Ich glaube, ich werde einfach immer Deutschland nehmen, ne? Es gibt ja auch Kommentatoren. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich aussieht. Scheiß drauf. Ne, ich habe es schon mal auf YouTube gesehen, dass Leute das drin gelassen haben. Ja. Insofern. So, wir fangen mal auf einfach an. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wie das alles geht und sowas. Ah, in Sestriere Bogata. Ich habe keine Ahnung von diesen Sachen. Ich habe generell keine Ahnung von Olympiade und sowas, deswegen. Ja, aber ich habe Bock, weil das macht einfach mega Spaß. Aber das war richtig knackig, weiß ich noch. Willkommen zum Abfahrtswettkampf in Sestriere Bogata. Gerade beim Bobfahren oder sowas. Echt übel, teilweise. Muss man sehr schnell mit den Fantastische Fingern sein und Stimmung, die sowas. heute herrscht. Super Publikum, ja, super Fans. Ja, die Superfans, okay. Cool. Wir müssen Start drücken, genau, so. Oder Enter, besser gesagt. Okay, das war, glaube ich, nicht schlecht. So, und wir können uns, glaube ich, nach links und rechts halt bewegen, genau, und in die Hocke gehen. Carving, was denn Carving? Und D geht das, okay. Uiuiui. Wie geht das? Was ist das genau? Ich verstehe es noch nicht. Also Hocke ist klar. Ich drücke aber die ganze Zeit die falsche Taste, glaube ich, dafür, oder? Nee. Welche ist es denn jetzt? Nach vorne, oder? Beste Zeit auf jeden Fall. Schön. Gefällt mir. Ja, wir machen einfach mal. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall mega Lust und habe ja schon mal angekündigt, damit werde ich halt auch so ein bisschen die Olympischen Spiele spielen. Also ich werde dann mit Mario und Sonic danach anfangen. Und weil ich diese Spiele halt letztens wieder gefunden habe und es halt einfach zeittechnisch einfach super davor passt, weil das ist halt von 2006 und Mario und Sonic beginnt ab 2008 in Peking. Dachte ich mir so, yo, let's place das vorher. Wozu halt gehört auf jeden Fall mal alle Minispiele zeigen, dann halt auch einmal so eine Olympiade am besten machen. Oh, leider nicht mehr. Ah, voll übers Tor rüber. Jetzt
jetzt nur kein Sturz. Gibt das Minuspunkte? Nein? Okay. Fehler? Machen die das nicht? Also ich wie gesagt, ich bin ein absoluter Noob, was Olympische Spiele angeht und das finde ich auch nicht schlimm. Super. Aber nehmen die Tore nicht normalerweise sowieso ziemlich eng? Habe ich das also gerade irgendwie nicht... keine Ahnung. Vielleicht habe ich es wirklich ein bisschen falsch gemacht. Oh, Vorsicht. Nicht Vorsicht. Das macht man so. Nein, ich mache das so. Nein, nein. Oh mein Gott, das war knapp. Ich glaube, 5 Sekunden Strafe gibt es für jedes verpasste Tor. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir sind aber hinter Computer 1. Was soll das denn? Der hackt doch. Okay, spielen wir Niklas. Okay, 1000 Punkte fehlen uns da. Das war's jetzt mit der Disziplin hier, oder wie sieht's aus? Wieso steht da denn Spieler 1? Noch einmal, ja. Warum stand da jetzt Spieler 1? Hab ich nicht ganz verstanden. Keine Ahnung. Ah. So. Jetzt guck ich nochmal. Nach oben, genau. Nach oben ist Hocke. Ich drück jetzt einfach mal die ganze Zeit durch. Ich erkenne halt nicht, ob der sich da jetzt wirklich hinhockt oder nicht. Aber ich glaube, dass... Also ich weiß, beim Biathlon sieht man das auf jeden Fall. Weil da gibt es ja dann auch richtige... da gibt es ja gerade Strecken und dann gibt es dann Gefälle und da sieht man das halt richtig. Aber ich drücke jetzt die ganze Zeit. Weil theoretisch sind wir damit schneller. So. Alter, mein PC rödelt so mega, ne? Das ist mega lustig. Das ist halt voll das Kackspiel von 2006. Na, gerade deswegen wahrscheinlich. Schön. Ist ja auch eigentlich kein Spiel heutzutage eben auf einer CD, ne? Das hat man ja alles irgendwie vorinstalliert, im RAM oder so einen Scheiß dann direkt reingeladen und so ein Kack. Oder schön auf einer SSD, damit es richtig schnell lädt, ne? Von einer CD lädt man ja heutzutage kein Spiel mehr. Ah ja, alte Zeiten damals. Ich kann ja froh sein, dass das nicht auf einer Diskette war. Ja, wäre es schwer, jetzt noch so ein Laufwerk zu finden, was vielleicht auch dann mit einem aktuellen Betriebssystem funktioniert. Weiß ich nicht, gibt's sowas? Wäre mal interessant zu wissen. Ob ich auf Windows 10 noch irgendwelche Disketten auslesen kann. So, und jetzt sind wir knapp 2 Sekunden schneller als die bisherige Zeit. Das ist doch gut, also ich glaube, das bringt wirklich was. Also, wie gesagt, ich kann einfach nicht erkennen, ob der sich gerade hinhockt oder nicht. Das macht für mich keinen Unterschied, aber... Boah, es scheint schneller zu sein. Das gefällt mir. Hat das irgendeine Bewandtnis, auf welcher Schwierigkeit man das durchspielt? Gibt es da nochmal... Gibt es da nochmal Special-Sachen? Ich weiß es nicht. Aufgabe geschafft haben wir auf jeden Fall. Mehr als 155 km/h bei einem Alpin-Event. Egal, ob die das Ziel erreichen. Cool. Damit haben wir jetzt irgendwas Tolles freigeschaltet. Ich bin aber noch nicht ganz oben in der Highscore-Liste. Okay. Das ändern wir. Nee, ich habe keine Ahnung, ob wir das ändern können. Ob ich da gut genug für bin. Aber wir müssen ja überall ganz oben in der Highscore-Liste sein. Ne? Da war ja mal so eine Aufgabe. Boah, perfekter Start. Wunderbar. Also 9.900 irgendwas Punkte brauchen wir. Ich hatte ja eigentlich vor, erstmal so alle Disziplinen mal zu zeigen, aber ja, drauf geschissen. Da ich sowieso mit keinem Plan in dieses Let's Play gegangen bin, da ich auch nicht mehr wusste, was man hier überhaupt alles... Halt die Schnauze. Was man hier alles so holen kann und machen kann und sowas, ne? Gibt es denn irgendwie Punktabzug oder irgendwas, wenn man da so knapp dran fährt? Oder ich weiß halt überhaupt nicht, wofür es hier Punkte gibt. Ja, wahrscheinlich nicht nur für die Zeit, oder? Super macht er das. Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall schon wieder eine Sekunde rausgeholt. How the fuck ever. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen weniger einfach von der Spur abgekommen als beim letzten Mal. Ah, okay. Inwiefern verändert sich dann das eigentlich auf mittel und schwer? Ist dann einfach irgendwie der Parcours schwieriger oder sowas? Werden wir alles mal rausfinden. Werde ich alles mal irgendwie anspielen und zeigen. Ja, aber was mich, glaube ich, damals echt am meisten beschäftigt hat, war das Bobfahren und Eisschnelllauf. Beim Bobfahren muss man halt wirklich am Anfang unglaublich schnell sein mit den Fingern. Und beim Eiskunstlauf muss man, Eisschnelllauf muss man einfach perfektes Timing haben. Das war echt... Da hat man ja Deutschland freigeschaltet, hat man noch mal kurz gesehen. Also man schaltet immer mehrere weitere Teams dann frei. Ich glaube irgendwie spezielle Farbkombinationen in den... bei den Bobs oder bei den Trikots und sowas, glaube ich auch.
Auf jeden Fall habe ich das, glaube ich, mal geschafft tatsächlich. Wir sind nochmal schneller. Ja, 10.000 Punkte. So muss er sein, André. Fuck you. Ah, ich bin der neue Champion hier. Sehr schön. Disziplin abbrechen. Und dann sind wir auch schon wieder im Hauptmenü. Ist das nicht toll? Das ist interessant. So. Gucken wir mal noch hier rein hier. Ja. Genau, das haben wir jetzt geschafft. Aber dafür kriegen wir nichts. Kriegen wir nur für die ersten was hier. Neues Design Jamaika, neues Design Frankreich, USA, Deutschland, Italien, Europa. Was war denn das Schwerste eigentlich? Perfekter Start beim Bobfahren. Ich glaube, das war unmöglich, echt. Aber das werden wir sehen. Als nächstes kommt dann, ja, wir könnten... Ja, ich glaube, wir machen gerade mal Ski Alpin einfach alle durch. Dann haben wir das in einem Part und dann kümmern wir uns beim nächsten Mal um die weiteren Disziplinen. Ich glaube, das ist ein Plan. Rekord von Thomas. 1:12. Willkommen zum Super-G in Sestrea Borgata. Super-G oder auch Super-Riesenslalom ist die jüngste Disziplin im Alpinsport. Den ersten Super-G gab es bei Olympia erst 1988. In Calgary. Super, aha. Ja, wäre aber mal interessant zu wissen, was Super-G überhaupt ist. Ich glaube, es ist einfach nur ein bisschen mehr Slalom, hä? Hm? Ja, das ist wahrscheinlich Slalom. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Merkt man. Aber das sieht ja erstmal gar nicht so schlecht aus, was ich hier mache. Aber es ist halt verdammt schnell und gefährlich. Könnt ihr Skifahren? Würde ich das glatt mal versuchen? Na, ich weiß es nicht. Aber ich kann ja doch nicht mal normal Skifahren. Ich glaube, das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Mit den schnellen Richtungswechseln. Oh mein Gott. Aber ich glaube, jede Disziplin bei den Olympischen Spielen ist anspruchsvoll, sonst wäre sie wahrscheinlich nicht olympisch. Ja, gerade so Wintersport. Wieso bin ich denn nur so wenig viel besser? Das gefällt mir nicht. Da muss ich für den Highscore wahrscheinlich wieder mega krassen Scheiß machen, den ich nicht kann und ich weiß, wie das geht. Ich fand mich jetzt eigentlich nicht schlecht, also ich wüsste jetzt nicht, was ich großartig besser machen soll tatsächlich. Aber ich sollte schon mal Erster werden sein, oder? Ja, bin ich. Aber knapp. Und ich bin... Ah, wunderbar. Nice. Das läuft doch. Das läuft doch. Gut, das war unkompliziert. Gefällt mir. Ich stotter gerade die ganze Zeit ein bisschen. Riesenslalom, so. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, weil es halt wahrscheinlich einfach ein größerer, längerer Parcours ist. Da Michael. Mit 1:42:71. Okay. Ich hoffe, da wird mehr verziehen. Aber... Ja, ja, okay. Schöner Ort, ja. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie sich die Punkte jetzt zusammensetzen oder warum ich so viele Punkte bekommen hatte, wie ich bekommen habe. Und ich weiß immer noch nicht, wofür Carving da ist. Heißt das nicht auch irgendwie sowas wie hinhocken oder sowas? Fuck! Solche Fehler darfst du nicht machen. Ach, halt doch die Schnauze. Nee, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Fuck it. Wie soll man das denn... Wie soll das gehen? Okay, ich darf wahrscheinlich einfach nicht die ganze Zeit in der Hocke fahren. Wie ich es die ganze Zeit getan habe. 3 Fehler. Ich glaube, ab einer bestimmten Zahl wird man auch disqualifiziert. So 5 oder 10 oder sowas. Oh mein Gott. Ja, ich kann gerade leider nicht die ganze Zeit in der Hocke fahren. Okay, das ist auf jeden Fall schwieriger. Okay. Okay, also ich fahre gerade die ganze Zeit nicht in der Hocke. Das merkt man auch an meinem Tempo. Man muss quasi zwischendurch ein bisschen beschleunigen wahrscheinlich. Hier so zum Beispiel. Wenn man die Zeit dafür hat. Uiuiuiui. Holy fuck. Ach so, das sind 2 Runden oder wie ist das? Ja, okay, das sind 2 Runden. Okay. Das macht's nicht besser. Ach, das ist Frauen. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Okay, das war nicht perfekt. Ja, das ist halt, ja. Abfahrt und dieses, wie hieß es, Super G, Super G war eigentlich ganz cool. Weil man da einfach die ganze Zeit durchspeeden konnte. Hier geht es leider nicht. Ist quasi ein bisschen mehr Taktik beim Spielen. Ach, Schlingern. Was laberst du? Bin voll dabei hier. Uiuiui. Ja. Gibt es denn auch für Männer? Weiß ich nicht. Oder sind die da einfach zu ungelenkig und undynamisch für?
Kann ich mir auch... Fuck, ja, vergiss es. Lass mal das lieber aus. Ja, jetzt bin ich ein bisschen langsamer. Okay, gut. Ja, das ist so das, was man so aus dem Fernsehen kennt, glaube ich. Wo die halt immer so richtig hart zickzack fahren. Okay, 52. Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Der war gerade Erster damit. Aber insgesamt bin ich halt nicht so gut. Okay. Okay. Daran müssen wir noch arbeiten. Vor allem an der ersten Runde. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir jetzt hin. Keine Ahnung, wie spannend das beim Zuschauen ist. Ich finde es ja schon derbst langweilig, den Sport im Fernsehen zu gucken. Beim Videospiel passiert wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Uiuiui. Man kann auch richtig hart auf die Fresse fallen, das weiß ich auch noch. Das war schlecht, das war richtig schlecht. Ja, nix, ja, ich habe ein Tor verpasst. Die Stelle war nett. Ist jetzt ein bisschen. Das Problem ist halt auch einzuschätzen, wie krass man lenken muss und wie krass man schon gelenkt hat. Ah, aufpassen jetzt hier. Nein, naja, wir haben ein bisschen zu weit rausgekommen. So, hier ist immer wieder diese Kurzstelle, wo es ein bisschen langsamer wird. Wird auch keine Spitzenzeit. Und ich habe halt noch das eine Tor Strafe. Die zwei Tore Strafe! Das wär gut gewesen. Hätte ich das letzte Tor nicht mitgenommen. Manno. Ich will zumindest Erster werden, komm. Ich kann, glaube ich, abbrechen und neu starten, aber das will ich nicht. Ja, technisch perfekt. Technisch perfekt, ja. Das sagt er nur beim Start. Danach wird es technisch nicht ganz so perfekt und sauber. Ich sollte, glaube ich, einfach erstmal so durchfahren und danach erstmal gucken, wo man denn wirklich speeden darf und wo ja, nicht. Die Zwischenzeit bleibt doch weit hinter dem ersten Durchgang zurück. Ach. Nein! Wieso ist hier nicht so schnell geworden? Warum? Nein! Ah, oh, scheiße. Es gibt doch schon wieder nichts mit einem Tor. Nein, ja, da ist das zweite. Wow, ja komm, vergiss es. Noch einmal. Ah, heilige Kacke. Okay. Nein, das soll auch kein... Ja, ich mache jetzt hier einen Walkthrough oder perfekten Run oder irgendein Kack-Let's Play werden. Ich will das Spiel einfach mal wieder spielen. Und gucken, wie gut ich bin. Offenbar nicht so gut. Oh mein Gott, ja, vergiss es, da muss ich einmal... Alter, ich bin so kacke. Ist doch unglaublich. Nee, aber ohne Witz, das ist echt knackig, das Spiel. Sieht man auch hier schon. Ich glaube, Skispringen... Na gut, bei Skispringen habe ich auch immer schon diese 2000er-Version hier gespielt. Von RTL gab es das damals mal. Deswegen hatte ich da vielleicht so ein bisschen... Erfahrung, wie man das am besten macht und alles. Ich drücke jetzt einfach erstmal gar nicht mehr nach oben. Ist ja auch schließlich einfach, ne? Sollten die mir schon mal ein bisschen was verzeihen. Ja, das lässt sich sehen. Schön. Okay. Hoffen wir einfach mal, dass das reicht. Wenn wir jetzt mal genau so fahren. Oh Gott! Das war viel zu früh. Ja, geht aber besser. Weil ich direkt wieder Gas geben wollte, ich Eumel. Ach, wie gesagt, ich lasse es erstmal. Nur an Stellen, wo es mir wirklich safe vorkommt. Das Problem ist, es kommt mir halt safe vor, ist es aber wahrscheinlich nicht. Ich kann es halt nicht einschätzen. Das ist das Problem, weshalb ich es einfach gar nicht machen sollte. Und ich kann halt auch schlecht einschätzen, wann ich ein Tor... Also der hat jetzt aber krass gelenkt. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass sie direkt so hart einlenkt. Ja gut, das wird wohl nichts mehr. Gib mal ein bisschen Gas. Vielleicht kann ich ja noch was rausholen. Oder noch mehr kaputt machen. Ja, super. Platz 2. Und Björn, Roddy und Michael sind besser. Nee, 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 nee. Ah, in der Disziplin finde ich schon mal meinen Meister. Sehr schön. Wir beenden den Part nicht, bevor ich das hier geschafft habe. Also zumindest mal Erster werden. Aber den Rekord brauche ich auch. Das ist auch möglich. Auf jeden Fall. Also, nee, das sehe ich nicht ein. Will ich auf jeden Fall... Bei der Disziplin will ich das schaffen. Wenn ich es bei Biathlon oder so nicht schaffe. Das ist... Ich sage nicht, dass mir das egal ist, aber da kann ich es verstehen. Weil Biathlon kann ich nicht.
Aber das hier, das geht ja eigentlich noch. Wenn ich nicht so verdammt scharf darauf wäre, halt einfach schnell runter zu rasen. Das geht halt nicht. Weil ich kann es nicht. Es geht wahrscheinlich schon. Ich habe auch immer noch nicht darauf geachtet, wie viel Strafzeit man jetzt pro Tor bekommt. Ich glaube, 5 Sekunden ist ein bisschen viel. Werden wohl eher so 3 sein. Oder? Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall 49 Sekunden. Das ist eine super Zeit. So müssen wir einfach nochmal fahren. Oh Gott! War das schwach. Anfang ein bisschen speeden. Mit einem fantastischen Start geht sie hier ins Rennen. Naja, fantastisch war der halt wirklich nicht. Da kommt sie in Schlinger. Ich will halt einfach nur safe fahren jetzt und nichts riskieren, weil das ist überhaupt nicht notwendig. Bei der Zwischenzeit ist schon eine Steigerung zu erkennen. Cool. Ich fand's witzig. Gerade hatte ich auch ein Minus und der meinte, ja, das ist schon deutlich schlechter als der erste Versuch. Hm. Okay. Du meinst? Naja. Okay. Eieiei. Ja, die Kommentatoren gehen einem wahrscheinlich am Ende des Let's Plays auch auf den Sack, aber ich mag die irgendwie. Das ist cool. Okay, okay, okay. Jawohl. Und Gas, Gas, Gas. Und ich bin nochmal einen Ticken schneller, glaube ich. Jo. Und damit sind wir auch auf Platz 1. Jawohl. Wunderbar. Sehr, sehr schön. So, dann fehlt jetzt hier noch, das wollte ich nicht. Einzeldisziplin, genau. Slalom fehlt noch. Komm, das machen wir jetzt noch. Zumindest mal angucken. Wieder der Thomas hier. Das würde ich schon noch gern machen. Ich werde jetzt auch wieder sehr konservativ vorgehen, wie jetzt bei dem Versuch. Die letzten Vorbereitungen. Okay, okay. Was ist jetzt hier special dran? Dass das nachts ist? Okay, es sieht ein bisschen mehr nach Slalom aus. Also ein bisschen deutlich mehr. Uiuiui. Ja, ja, okay. Also sie sind enger getaktet. Okay. Hä? Ach, da gibt es nur noch einen. Gab's ja immer nur... Okay. Holy fuck. Okay, das ist gar nicht mehr so einfach. Macht irgendwie schon Spaß. So ein bisschen. Auch wenn ich es nicht unbedingt gut kann. Macht sie das. Fuck, fuck, no. Holy fuck. Oh, jetzt habe ich es komplett vergeigt, weil ich kein... Alter. Ich sehe die teilweise aber auch einfach nicht, die Tore. Erstmal fett disqualifiziert worden, schön. Alter, wenn man einmal rauskommt, ich sehe die Tore aber auch dann einfach nicht mehr. Ich glaube, da stehen teilweise echt einfach nur noch ein Pin rum, so. Und man muss sich quasi merken, wie rum man da rumfahren muss und oh Gott. Alter, das ist absolut nicht meine Disziplin. Also von den Alpinen ist das auf jeden Fall das, was ich am wenigsten kann. Man muss ja eigentlich immer nur dem Weg folgen. Muss nicht mal auf die Tore achten eigentlich, aber man muss es halt trotzdem irgendwie relativ schnell schaffen. Fantastisch. Sie verpasst das Tor. Ja, muss ich jetzt in Kauf nehmen. Muss mich in der Spur bleiben. Oder SD vielleicht, dass ich ein bisschen langsamer fahre, so ein bisschen abbremsenmäßig. Weiß es nicht. Tolle Leistung. Nein. Ja, was ist das denn für eine Assi-Kurve? Alter! Alter, ich hasse dieses Spiel! Ja, disqualifiziert, ja, ich wollte doch nochmal. Jetzt gucke ich nochmal, was da genau steht oder ob ich dann mir auch langsamer vorkomme, wenn ich D drücke. Carving, genau, ja. Okay, ja, ja, okay. Ich glaube, es ist wirklich so langsamer, ne? Ja, doch, ich glaube schon, also ich konnte es nicht unbedingt sehen. Ja, die ist jetzt in die Bande gefahren, das ist Absicht gewesen. Also ich glaube, mit D bin ich ein bisschen langsamer unterwegs dann. Aber das ist halt trotzdem noch hart asozial. Am Anfang geht das noch so voll klar und so, aber... Wow, fuck you. Ich krieg's halt nicht hin. Wieso habe ich schon 2 Tor... Ah, okay. Ach bitte, das war doch kein Torfehler. Torfehler. 2 habe ich noch, also bei 6 werde ich disqualifiziert. Haben wir ja ein paar Mal provoziert. Das mit dem D macht es aber auch nicht unbedingt besser, muss ich sagen. Sie scheint hier die Disqualifikation in Kauf nehmen zu wollen. Aber das ja, definitiv. Alter, das ist so eine Kackdisziplin, die kann ich nicht. Ich kann das nicht. Ich kann da vor allem nicht so seelenruhig durchfahren. Also so richtig schön schlenkermäßig, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren.
Also man kann natürlich, wenn man sehr weit so, ne? Dann ist man halt relativ safe, aber das dauert halt auch lange. Man kommt halt quasi nicht so schön flüssig durch. Das ist das Problem, was ich mit dieser sehr konservativen Strategie habe. Aber das muss ich jetzt so machen. Das ist auch gar nicht so schlecht offenbar. Zeitlich. So, muss ich jetzt mal wieder ein bisschen Zeit investieren. Weil ich ein bisschen zu schnell wurde. Ja, okay, also das ist quasi der Trick bei dieser Disziplin. Man muss hier so ein bisschen Mittelweg daraus finden. Aus Sicherheit und Schnelligkeit. Also gut, das ist eigentlich bei jeder alpinen Disziplin, aber gerade hier. Jetzt habe ich irgendwo Zeit verloren. Keine Ahnung, was das jetzt da gerade für ein komischer Pfosten war. Stand da irgendwie einer zu viel? Hier kann man ein bisschen durchziehen. Oder auch nicht. Ah, toll. Kann man noch ein bisschen durchziehen, hm? Du mich auch. Oh, aber so schlecht war das gar nicht mal. Nur Holland war besser. Okay. Na gut, also so schlecht war ich ja dann offenbar nicht. Und ich kann mir offenbar auch diese Zeit nehmen, hier ein bisschen mehr in die Kurven zu gehen. Aber an manchen Stellen sollte man halt auch mal ein bisschen auf die Tube drücken. Die Zwischenzeit. Jawohl. Ja, die Zwischenzeit sieht gut aus. Aber gerade habe ich mir offenbar ein bisschen zu viel Zeit gelassen, weil dann wurde die Zwischenzeit irgendwann rot. Also hier ist eigentlich auch der Rhythmus alles. Beim richtigen Sport sicherlich auch, aber auch beim Spielen hier. Einfach nur im richtigen Rhythmus. Tasten drücken. Das war aber gar nichts. Und der nächste Fehler. Das fand ich jetzt aber eigentlich nicht so. Ein Tor verpasst. Ach scheiße, ja das war unnötig jetzt am Ende, das war richtig unnötig. Super Zeit, ja. Na, super Zeit war es nicht. Sonst wäre ich Erster. Ah! Ich will das jetzt noch schaffen, Mensch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin gespannt, ob sie hier. Ah, ja, der Mittelteil war echt kacke. Der Mittelteil war richtig kacke jetzt beim zweiten Run. Fantastischer Start. Beim ersten Run, ja gut. Eigentlich bei beiden. Bei beiden war der Mittelteil eigentlich echt nicht gut. Richtig Zeit verloren, weil ich da teilweise einfach auch zu geil drauf war, schneller zu werden. Oder beim. Ja gut, beim zweiten Versuch zumindest. Beim ersten bin ich da ein bisschen zu konservativ dann durchgefahren. Top-Leistung bisher. So, abbremsen. Ja, 2 Sekunden. Ja, die muss ich jetzt aber wieder rausholen. Dadurch, dass ich... Also, beziehungsweise opfern. Dadurch, dass ich hier ein bisschen... enger... ein bisschen krasser in die Kurven gehe. Weil sonst werde ich zu schnell und... verkack's komplett. Es gibt natürlich immer ein paar Stellen, die sich ein bisschen anbieten, um hier ein bisschen Zeit rauszuholen. Und Stellen, wo es sich nicht so anbietet. Hier habe ich zum Beispiel den zweiten Run komplett verloren, da an der Stelle, wo es nach links ging. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war ein guter Run. Wow, 5 Sekunden. Krasse Scheiße. Und das, obwohl ich halt wirklich sehr stark in die Kurven gegangen bin, ne? Teilweise zumindest. Also ja, man kann sich hier auf jeden Fall eine Menge erlauben bei leicht. So sieht nicht. Also man sollte halt wirklich eher auf Sicherheit spielen als auf Schnelligkeit. Ja, gut. Habe ich jetzt auch verstanden. Dann ist das doch gar nicht so hart asozial, wie ich dachte. Ich war halt einfach nur zu geil darauf, schnell durchzukommen. Okay, gut, 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 gut. Dann habe ich ja doch so ein bisschen ins Spiel gefunden und ein bisschen in Ski Alpin auch. Dafür ist die Disziplin aber schon vorbei. Im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Mit der nächsten Disziplin, welche auch immer das jetzt genau war. Wahrscheinlich Skispringen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das hier sollte auf jeden Fall eine safe Sache sein, wenn ich nicht komplett einen Bockmist mache. Ja, ohne Fehler hier. Wow, nice. Ja, das sollte safe sein. Ah, 10 Sekunden vor der, auf den zweiten. Das war aber gar nicht mal so krass safe. Aber es war trotzdem safe. Damit haben wir die Disziplin geschafft. Das gucken wir uns auch mal gerade an in den Optionen. Da sollte jetzt nämlich irgendwas mit 4 stehen. Genau, 4 von 15 Events haben wir bisher geschafft. Huhu, nice. Damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Torino 2006. Bis dahin. Tschüss.